glaube schon, dass es der Mannschaft sehr gut getan hat. Mir zumindest hat es gut getan, mal ein bisschen runterzukommen, für ein paar Stunden nochmal abzuschalten. Ein bisschen was von der Kultur haben wir ja gesehen, die Pyramiden hier. Und ja, ich glaube, es tut allen Jungs gut, mal ein bisschen Ruhe zu kriegen. Kraft tanken für die große Aufgabe am heutigen Freitag. Das war das Motto am gestrigen freien Tag bei der U19-WM in Kairo. Vor dem wichtigen Viertelfinalspiel gegen die US Boys blieb dem deutschen Team um Kapitän Richard Freudenberg Zeit zur Erholung vom Achtelfinalsieg über Neuseeland. Die freie Zeit nutzte der Kader zum Sightseeing. Es war sehr schön. Es ist auch mein erstes Mal in Ägypten, um ehrlich zu sein. Und ja, so Pyramiden einfach mal so zu sehen, also auch die ganze Mannschaft hat es gefallen. Mir persönlich hat es auch sehr gefallen. Und sowas würde man halt auf jeden Fall nochmal machen. Also man ist halt nicht jeden Tag hier und sowas dann auch zu sehen, sowas Besonderes sozusagen, das ist wirklich sehr gut. Natürlich darf ein Ziel bei einer Ägyptenreise nicht fehlen, die Pyramiden von Gizeh. Die deutsche Mannschaft staunte nicht schlecht über die Baukünste der Ägypter. Die über 4000 Jahre alten Bauwerke haben seit Anbeginn eine großartige und beeindruckende Wirkung. Bestens gelaunt durfte der ein oder andere Schnappschuss dabei natürlich nicht fehlen. Nicht nur die Cheops-Pyramide und die Sphinx waren dabei beliebte Fotoobjekte, sondern auch die vierbeinigen Freunde, auch wenn der ein oder andere sich nicht so recht herantraute. Und doch schaute manch einer bereits nach vorne, denn schließlich will das Team ganz hoch hinaus. Der Blick geht nach oben. Doch der Weg bis ganz an die Spitze wird steinig werden. Das weiß auch die Mannschaft von DBB-Bundestrainer Alan Ibrahimagic. Heute Abend schon wird es gegen eine starke amerikanische Mannschaft einiges bedürfen, um die nächsten Stufen zu erklimmen. Ja, also man weiß natürlich, dass die USA eben ein sehr starkes Team ist. Sie haben das Turnier auch schon vor 2 Jahren gewonnen und spielen halt immer oben mit, ob in der Jugend oder bei den Profis, gewinnen auch meistens immer. Aber wir gehen rein und haben nichts zu verlieren, versuchen alles eben auf dem Parkett liegen zu lassen. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja und schlagen die Großen. Ja, ich glaube schon, dass wir so als Underdog da reingehen werden, aber ich glaube trotzdem, dass wir das Spiel gewinnen können, auch wenn jetzt manche Leute das nicht denken. Aber ich werde in jedes Spiel einfach so reingehen, um das Spiel zu gewinnen. Und so werden wir als Mannschaft auf jeden Fall da reingehen und werden auf jeden Fall unser Bestes geben. Doch abbringen lassen wollen sich die jungen DBB-Talente davon deshalb noch lange nicht. Schließlich sollen die Schnappschüsse von gestern nicht die letzten positiven Erinnerungen an Ägypten bleiben.